Bei unserem Legacy-Projekt kommt zusätzlich noch ein Ölkühler zum Einsatz. Wir haben hier ein Kit zusammengestellt, spezifisch für dieses Auto. Das besteht aus einem 19 Reihen Setrap-Ölkühler. Und da wir hier Probleme haben mit der Anordnung des Ölfilters, der genau zwischen den Krümmern sitzt, eine Adapterplatte, die statt des Ölfilters montiert wird, und einer sogenannten Relocation-Platte, wo dann später der Ölfilter drauf sitzt, die wir in den Radkasten bauen. Damit kommt man beim Ölwechsel auch deutlich leichter an den Filter. Und wir haben hier noch ein Thermostat verbaut und zusätzlich Anschlüsse für Öldruck und Öltemperatur, wenn man noch Anzeigen nachrüsten möchte. Die Leitungen von dem Adapter, den wir euch gerade gezeigt haben, laufen hier nach oben. Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, diesen Relocation Bracket oder diesen Relocation Halter montiert. Da kommt jetzt der Ölfilter dran. Hat wie gesagt den Vorteil, Wechsel ist deutlich einfacher. Ich brauche jetzt quasi nur diese Pappe hier unten einmal lösen, kann dann hier ganz bequem den Ölfilter abschrauben, muss mich dann nicht mehr zwischen dem Krümmer irgendwie bewegen, sondern komme hier schön sauber ran und habe auch nicht das Problem, dass hier das Öl irgendwie großartig wegläuft. Das ist also deutlich einfacher und sauberer. Wir haben für die Befestigung dieses Halters hier komplett Originalpunkte verwendet. Das heißt, es muss nichts gebohrt werden, es muss nichts irgendwie modifiziert werden an der Karosserie. Die Hupen werden hier leicht versetzt und dann haben wir diese Befestigung für den Halter frei. Und wir haben hier beim Luftfilterkasten, das ist normalerweise noch so ein großer Plastikbehälter, den haben wir entfernt, um hier wie gesagt ein bisschen Platz zu schaffen. Hat aber auch noch gleichzeitig den positiven Effekt, dass das Ansauggeräusch etwas kerniger wird und dass der Luftfilterkasten insgesamt auch besser Luft bekommt. Das heißt, die Luft kann jetzt nicht nur von hier oben einströmen durch diese Luftzuführung, die Subaru hier original verbaut hat, sondern es kann auch Luft noch hier unten durch diese Öffnung angesaugt werden. Also insofern sind wir da luftfiltersystemmäßig schon sehr gut aufgestellt. Ja, dieser Adapter hier kann auch zusätzlich noch Sensoren aufnehmen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier einen Öldruck- und Öltemperatursensor anzuschließen, wenn ich das möchte. Haben wir jetzt hier noch nicht gemacht, müssen wir mal schauen, ob wir da später noch Anzeigen hinzufügen. Die Schläuche laufen jetzt hier schön sauber und vor allem auch relativ kurz von den Wegen her über den Aufprallschutz vorne unter dem Scheinwerfer. Und wir haben hier jetzt einen Ölkühler montiert und zwar haben wir den extra stehend montiert. Viele montieren also auch den Ölkühler schräg, dass die Anschlüsse quasi so stehen. Das ist allerdings nicht unbedingt optimal, weil der Ölkühler dann immer leer läuft. Das heißt, sobald ich den Motor ausmache, habe ich das Problem, weil das ja ein relativ hoher Punkt ist, dass mir dieser Ölkühler einfach leer läuft und ich beim Starten erst wieder den Ölkühler füllen muss durch den Öldruck. Und auch beim Ölwechsel habe ich das Problem, dass das Öl hier immer wieder zurückläuft. Das heißt, ich habe es relativ schwer, das Ölniveau genau richtig einzustellen. Da braucht man dann mehrere Versuche, bis man das hinkriegt. Und hier bleibt das Öl wirklich im Ölkühler drin stehen. Das heißt, wenn ich den Filter abschraube, läuft hier nichts zurück und macht natürlich dann auch wesentlich weniger Sauerei beim Ölfilterwechsel. Am Motor haben wir jetzt noch gar nicht so viel gemacht, das kommt vielleicht später noch. Was wir aber schon modifiziert haben, ist das Blow-Off-Ventil, weil wir natürlich auch ein bisschen mehr Klang haben wollten. Und wir haben uns jetzt hier für ein Blow-Off-Ventil von GFB entschieden, und zwar ein Hybrid-Blow-Off-Ventil. Die Besonderheit bei diesem Blow-Off-Ventil ist, dass es einmal hier diesen Trichter hat, das heißt, das ist quasi der offene Port. Und wir haben aber gleichzeitig auch noch hier die Rückführung wie beim originalen Blow-Off-Ventil. Und wir können hier oben entweder den zumachen oder offen lassen, können wir einstellen, ob wir ein halbgeschlossenes haben wollen, so wie es jetzt hier konfiguriert ist. Also das heißt, ein Teil der Luft geht hier raus, ein Teil der Luft geht hier zurück. Wenn man das hier zumacht, hat man ein komplett offenes Blow-Off-Ventil oder man kann auch diesen Trichter natürlich abmontieren und eine Blindplatte draufschrauben. Und dann hat man ein komplett geschlossenes Ventil, so wie es auch original ist. Das heißt, man kann hier probieren, wie man den Klang möchte, ob man es lauter haben möchte, ob man es leiser haben möchte. Und was vor allem auch ganz wichtig ist, und deswegen haben wir uns jetzt hier für diese Hybrid-Konfiguration entschieden, das originale Blow-Off-Ventil, das sieht man hier, das ist halt komplett geschlossen.
Und da geht die Luft, wenn ich den Fuß von der Kupplung nehme, beziehungsweise vom Gas nehme und der Turbolader den Druck abbaut, komplett zurück in die Ansaugung. Und da wir hier ein Fahrzeug haben mit Luftmassenmesser, kennt vielleicht einige das Problem bei komplett offenen Blow-Off-Ventilen, dass dann der Wagen gerade im Leerlauf, beim Rückwärtsfahren oder wenn ich langsam an die Ampel ranrolle und dann abrupt vom Gas gehe oder die Kupplung trete, dass der Wagen ausgeht oder dass er anfängt, ja, mit der Leerlaufdrehzahl sehr stark zu schwanken. Und das liegt daran, weil ihm diese Luft, die normalerweise hier eben zurückgeführt wird, dann komplett fehlt. Und bei dieser halboffenen Konfiguration kommt das Steuergerät damit klar. Das heißt, das reicht dann, um das zu kompensieren. Das heißt, das Auto läuft deutlich besser und überfettet nicht in dem Moment, wo ich die Gänge wechsle oder wo ich auskuppel.